Die Natur birgt viele Schätze. Die Naturschule St. Veit im Innkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese nicht nur wertzuschätzen, sondern auch für den eigenen Gebrauch nutzbar zu machen. Den Verein gibt es jetzt 20 Jahre. Den hat die Hertha Tiefenthaler gegründet. Ganz am Anfang war ein Heckenlehrpfad. Mit dem hat es eigentlich angefangen. Und daraus hat sich dann klarweise die Naturschule entwickelt, wo dann Kurse jetzt mittlerweile schon regelmäßig stattfinden. So kommt man im Jahr auf rund 20 Kurse. Die Themen sind dabei sehr vielschichtig. Und wir einfach versuchen wollen, dass wir die Leute einfach wieder vermitteln, was man aus der Natur alles für Schätze gewinnen kann und was man mit denen eigentlich dann macht, ob man es jetzt zum Essen hat oder ob man das bastelt damit oder ob man sie einfach, ja, einfach zum Wohlfühlen, sage ich jetzt mal, was Gutes tut. Etwas Gutes für den Körper steht auch bei diesem Kurs auf dem Programm. Hergestellt werden ätherische Öle. Man kann im Grunde jedes Kraut oder jede Blüte destillieren und kriegt eben dann unterschiedliche Ergebnisse. Lavendel zum Beispiel, getrocknete Blüten, die ergeben ein ganz tolles ätherisches Öl. Und das kann man dann richtig abschöpfen und verwenden. Die Einsatzzwecke dieser selbst hergestellten Öle sind vielfältig. Ätherische Öle werden hauptsächlich dann verwendet für Duftlampen, für Raumsprays, aber man kann es natürlich auch in der Aromatherapie anwenden, die natürlich einen ganz tollen Effekt auf die Psyche und auf die Seele haben, was auch sehr wichtig ist in einem Heilungsprozess. Hydrolate können in der Küche verwendet werden, das ist auch noch so eine Nische, die eigentlich ganz toll ist. Gutes für sich und die Natur tun. Das waren die Intentionen zur Gründung des Vereins Naturschule. Ich sage jetzt mal, wir am Land haben ja den Luxus, dass wir in der Natur leben und dass wir das auch sehen und wirklich den Nutzen auch daraus ziehen können. Und ich glaube, das ist gerade heutzutage ganz besonders wichtig, dass man dann wieder auch so als Handwerk und alte Einkochmethoden zum Beispiel, wie uns Mama früher gelernt hat, auch wieder einmal aufleben lässt und wieder mal schaut, wie das eigentlich vielleicht ganz einfach geht und man stellt es aber ganz schwierig vor. Der kleine, aber feine Verein erreicht mit nur rund 60 Mitgliedern in seinen Kursen immerhin viele Menschen. Und das nicht nur aus der Region. Ein Multiplikator sind vielfach soziale Medien. Dadurch, sage ich jetzt mal, haben wir einfach auch wirklich Leute in der Naturschule, die, sage ich jetzt mal, von Vorarlberg bis Wien oder auch über die Grenzen hinaus nach Deutschland dann zu uns finden. Und das freut uns eigentlich ganz besonders, dass wir dann doch schon ein bisschen an Radius mittlerweile abdecken können. Gerade die Themenvielfalt der Naturschule ist die Stärke des Vereins. Da sind auch ganz viele junge Leute zu uns gekommen, die sich einfach mit dem wieder beschäftigen möchten und wissen möchten, was in ihrem Lebensmittel so drinnen ist, was man isst und was man gerne am Grill legt, wo man sich selber, ich sage jetzt einmal, ein Brot machen kann oder eben einen Frischkäse machen kann, einen Joghurt machen kann und man nicht immer auf einen Supermarkt angewiesen ist, weil man die Sachen eh rundherum kriegt, ob man jetzt beim Bauernhof nebenan die Milch kaufen kann oder ob man sie auch dort vielleicht schon, weil die Bäuerin das eh macht, den Frischkäse dort mitnimmt. Man weiß einfach immer, wo das herkommt und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man die Region dadurch stärkt. Ich finde, das ist einfach so was Hochwertiges und so wertvoll in einer Gemeinde oder in einer Region. Es ist ja für das ganze Innviertel und Oberösterreich ja wichtig, dass das dass so eine Möglichkeit gibt. Und damit sich selbst und nicht zuletzt der Natur etwas Gutes tun.